Servus, liebe Bayern-Fans. Wir sind wir, das ist ja wohl klar, gell? Und das kann nicht nur ein Bayer aussprechen, sondern es kann auch ein Brasilianer aussprechen. Und zwar spreche ich heute mit einer lebenden Legende, mit Giovanni Elba, der nicht nur eine lebende Legende ist, sondern was hast du noch für Position? CLO von FC Bayern. Ja, Wahnsinn, was heißt denn das? Chef Legends Office. Wahnsinn. Also das ist CLO, das heißt nicht CO, was. Sondern das ist ein bisschen länger. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Ernährung. Wir machen ja heute ein Lieblingsgericht vom Giovanni. Das heißt, seine Frau, seine nette Frau, ich kenne sie ja, da siehst du, dass die kocht mit Leidenschaft. Also ich wünsche mir, dass ich heute ein sehr gut Risotto machen kann, kochen kann. Weil meine Frau, die Risotto, was die macht, das ist Weltklasse. Ja. Aber heute, also Tobias, hier, bitte, hilf mir. Ja, natürlich. Ich werde alles geben, so wie früher auf dem Platz. Ich werde heute hier alles geben, dass am Ende alles gut passt. Wir werden es nicht so hinbringen wie deine Frau, aber wir geben alles. Und wenn man Leidenschaft reingibt in einen Topf, dann kommt auch was Gutes raus. Ja. Gell? Ich werde mal schnell das Risotto ansetzen, Giovanni. Okay. Also normalerweise, wir reden hier von Sportler, ist es so, dass man Öl, geht schon, schütt rein. Mehr. Nur rein, jawohl. Super. Mach gar nicht. Gib gleich Ruhe. Und jetzt werden wir die Zwiebel rein. Also normalerweise gibt man ja Öl rein und schwitzt es in Öl an. Wir machen das nicht, weil man weiß, Fett darf nie höher wie 90 Grad sein, weil die Fettsäure, die kommt ja aus der CIS-Konfiguration, die dehnt sich aus, da geht es leider nicht mehr in deine 50 Billionen Körperzellen rein, sondern landet irgendwann, wo man einfach sagt, oh, ich brauche kein Sitzkissen heute. Und deswegen blanchiert Giovanni jetzt die Schalotten. Sie können ja genauso gut Zwiebeln nehmen. Ja. Keine Frühlingszwiebel, weil die werden sich in der Farbe verändern. Und jetzt können wir schon wieder zurückgehen und jetzt können wir praktisch den Reis da drauf geben. Und wie gesagt, normalerweise schwitzen wir das in Öl ab, aber dieses Fett, kann ich sagen, ist wertlos. Also haben sie überhaupt keinen Nährwert. Super, Giovanni, super. Sehr gut. So, und ich habe damals, da war ich, da, vor 48 Jahren habe ich in London gearbeitet und dann hatte ich einen Sizilianer. Aha. Und die Sizilianer und die Italiener, das ist ja nicht immer, das sagen wir mal, das Gelbe vom Ei, hat er gesagt, so wird die Italiener das Risotto kochen, das kannst du vergessen. Du nimmst jetzt den Reis und nimmst viermal so viel Flüssigkeit, lass es einmal aufkochen, gibst es rauf und dann legst du einen Deckel drauf und dann lass das langsam vor sich hinziehen. Aha. Und so mache ich es jetzt seit 48 Jahren. Okay. Und es geht, also seit 42 Jahren und läuft wunderbar. Okay? Also, wir müssen jetzt ein bisschen mit der Temperatur runter, Giovanni, warte mal. Bisschen runter. Es soll köcheln, aber es muss nicht so stark köcheln. Entscheidend ist, dass der Reis immer die Möglichkeit hat, die Flüssigkeit wieder aufzusaugen. Dann gibt man wieder rein, Und oben auf dem Reis ist ja so, jetzt sage ich mal, wie so eine Schleimschicht, ja, Stärke drauf. Und die vermischt sich dann mit der Brühe und dann kriegt es so eine cremige, schöne Konsistenz. Und alles, was Sie reingeben wollen, an Käse und so weiter, das machen Sie bitte zum Schluss, weil sonst wird aus dem Käse das ganze Fett rausgehen und dann schmeckt es nicht mehr. Ja. Also dem Giovanni, seine Aufgabe ist jetzt leider, das ist eine rührende Sendung, gell? Aber wir haben uns entschieden, machen wir es anders, weil wenn wir nur mal vier nehmen, dann stehen wir da und schauen recht blöd und sagt, die kochen ja gar nicht da. Und jetzt tut der Giovanni liebevoll jedes Korn streicheln, dass er noch wieder sich, sagen wir mal, mag. Und beim Risotto ist es so, wenn es auf dem Löffel ist, dann sollte es gerade so sein, dass das Körnchen runterfallen will, runterfallen möchte, aber usch, dann fällt es gerade runter, aber nicht, dass es runtergleitet, als wenn es einen Kübel Wasser ausschüttet. Und ich darf jetzt auch nicht mehr rein, man kann natürlich auch einen Wein rein, da haben wir vorher diskutiert, da haben wir einen Wein rein, aber sagen, dann trinkt man lieber. Ja, trinkt man lieber, klar. Ja, genau. Trinkst du lieber Weiß oder Rotwein? Rotwein. Ja, ja. Das ich ist es bei euch so? Nein, bei uns in Brasilien ist Bier. Ist Bier? Ja. Bier, so, da, in Brasilien, Bier da. Da haben wir Bier. Stichwort, mit 0,0 und sehr gut. Prozent. Und eins sage ich dir, das ist wirklich gut. Ja. Also, wenn du nicht wüsstest, dass da kein Alkohol drin ist, dass du hundertprozentig sagst, das ist ein geschmackiges Weißbier. Das kann man lassen. Gut gelungen. Gut. Jetzt, was mache ich? Der Giovanni hat natürlich von seiner Range, der hat ja, wie viel Tiere hast du? 4000 Rinder. Rind, noch 50 Pferden, kennst du es? Lamm und. Lämmer hast du auch? Ja, habe ich auch. Also, der Vorteil bei dir wird wahrscheinlich sein, dass die alle freilaufend sind, oder? Genau. Sind da offene Ställe auch da, wenn es ringt? Es sind 10.000 Hektar, das gesamte Farm. Und da habe ich 4.000 Rinder. Also muss oder will schon so auf 6.000, 7.000 kommen. Okay. Dann ist schon okay. Ja, dann ist das Maximum. Und da hast du jemanden, der sich da kümmert? Ja. Geschäftsführer, das läuft wie bei einer Firma. Also man muss aufpassen, weil mit dem Rinder oder Kälbchen, es werden neue Kälbchen geboren,
Also da muss schon der Geschäftsführer muss vor Ort sein, sehen, dass alles gut geht, weil ansonsten wird von Tiger wird's gefressen. Ach so. Ja, ja, weil wir haben auch Tiger, Krokodil, wir haben alles. Ist das also so? Das ist richtig. Urwald. Ist, ach so. Ja, ja. Also da muss dann gibt es ja noch die Cowboys da drüben. Ja, ja, klar. Cowboys, also wenn ich auf meiner Farm bin, ich fahre nicht mit dem Auto irgendwo hin, sondern nur auf dem Pferd. Ja. Und weil das sieht man am besten. Und wie lange hast du die Farm schon? Seit 99. Meine zweite Saison bei FC Bayern, weil da habe ich angefangen, gutes Geld zu verdienen. Und mein Vater hat gesagt, okay, jetzt ist Zeit, eine Farm zu kaufen, weil da verliert man kein Geld. Und das war das Beste, was ich gemacht habe. Also, dann ist es ein selbstständiger Betrieb und dein Fleisch wird eigentlich überall hin vermarktet, oder? Ja. Und wenn du mal drüben bist, dann kriegst du auch ein gescheites Stück Fleisch, so wie ich. Das, was du mitgebracht hast. Und man sieht jetzt da, wie schön marmoriert das auch ist. Und das ist das Schöne, ne? Das Braten, beim vorsichtigen Braten lösen sich jetzt die Fettäderchen auf und das Magere ist dann richtig saftig. Außerdem gibt das Fett ja einen wunderschönen, guten Geschmack ab. Wir haben es jetzt mit Absicht nicht so geschnitten, so dick, weil das müsste ja angebraten dann in den Ofen rein, bei 90 oder bei 100 Grad, sondern wir braten das à la minute in Scheiben an, geben ein bisschen an Spargel dazu und ein paar Pfifferlinge und zu dem Risotto, das ist ein wunderbares Gericht. Ja? Also, dann darf ich sagen, ich muss noch ein bisschen warten, weil sein Risotto natürlich noch ein bisschen dauert. Ja, braucht noch Zeit. Ja, der Risotto braucht Zeit. Giovanni, sein Risotto beginnt schon cremig zu werden. Ja, du hast alles richtig gemacht. Ja. Jetzt wart's noch ein bisschen, weil jetzt komme ich mit dem Fleisch daher. Und da ist aber ganz wichtig, also ich tue jetzt wenig Öl rein. Mhm. Einfach nur ein bisschen, damit es hinten so ein kleiner Film ist. Aber was wichtig ist, dass man das Fleisch vorher, ob Fleisch, Fisch oder Geflügel, 20 Minuten vorher aus dem Kühlschrank rausnimmt, damit es Zimmertemperatur hat. Denn wenn es eiskalt ist, dann geht auf die Flüssigkeit raus beim Braten. Ja? Mhm. So, und jetzt haben wir es da her. Weil die Pfanne ja natürlich ein bisschen größer ist, legen wir alle drei Stücke ein. Und jetzt nicht rammel, 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 sondern nein, du liegen lassen. Ja, liegen lassen. Und dann, weil das darf ja innen wunderschön rosa sein, gell? Du machst es ja so. Wenn es anfängt zu schwitzen hier oben, dann muss man drehen. Ne? Wo hast du das gesehen? Ja, bei dir auf YouTube. Also jetzt muss ich noch kurz sagen. Er macht den besten brasilianischen Schweinebraten, den es gibt. Stimmt's? Ja, das stimmt. Das stimmt. Hat alles gesehen. Klar, wegen Pandemie, ne? Darf man nirgendwo hingehen. Und dann habe meine Familie versprochen, ich mache einen Schweinsbraten von Mr. Schubeck. Und es hat hervorragend geklappt. Also mit richtig Grüße. Er ist nicht nur ein begnadeter Fußballspieler, er ist ein Talent auch beim Kochen. Ich gebe jetzt nur zwei Lorbeerblätter rein, ein bisschen Chilischote, weil der Giovanni mag es. Das ist jetzt aber noch nicht scharf. Möchtest du das schärfer haben? So, das Ganze so? Ja, aber die geht nicht auf. Das passt schon. Nur so ein bisschen scharf machen wir es. Jetzt gebe ich noch mal, dass wir das wieder rausfischen können. Zwei Scheiben Knoblauch rein. Die gebe ich jetzt erst rein, denn wenn wir es ganz am Anfang reingegeben hätten, dann ermüdet der Knoblauch. Dann kommt diese Frische, dieses, sagen wir mal, Witzige ist dann nicht da. Jetzt schauen wir mal dort schon mal, ich drehe mal um. Ja, das schaut jetzt nicht schlecht aus, schau her. Siehst du? Und jetzt, weil du gesagt hast, schwitzen. Jetzt müsst ihr die Kamera mal haben, bitte. Dann sieht man hier, dass hier der erste Schweißtropfen kommt. Schau her, Giovanni, siehst du? Und das ist jetzt ein Zeichen, hier wird es feucht, hier ist es feucht. Das ist jetzt ein Zeichen, dass ich das Fleisch umdrehen kann. Und wenn es auf der anderen Seite dann wiederkommt, dann ist es perfekt gebraten. Und das finde ich das Schönste beim Schubeck. Der nimmt mit dem Finger das Ding. Ich habe schon gedacht, so ein Chefkoch, der macht schon anderes, aber der macht einfach so mit dem Finger und die liebt das. Ja, ja, aber weißt du, ganz vorsichtig hinlangst. Wenn du natürlich reinlangst, ist ein Schmarrn. Und jetzt hier sieht man auch, jetzt gehen wir da ein bisschen mit der Hitze zurück und da siehst du hier, wenn jetzt hier wieder Schweißtropfen kommt, dann ist es perfekt gebraten. Dann ist perfekt. Jetzt gehen wir, so glaube ich, ist null. Und so, der mal ganz ein kleines bisschen, wir gehen mit der Hitze jetzt runter. Ich gebe es jetzt von der Herdplatte weg. Und dann konnte es auch noch ein bisschen durchziehen. Man könnte es natürlich jetzt auch zack, zack anbraten in den Ofen rein bei 80, 90 Grad. Und da zieht es dann wunderbar durch, gerade wenn man mehr hat. Ja? Aber so wie hier. Mhm. Und würzen werden wir es jetzt zum Schluss. Also Salz könnte man hinmachen auf gar keinen Fall Pfeffer, weil der verbrennt und der Stoff Piperin ist eigentlich für die Bioverfügbarkeit, der ist dann kaputt. Schauen wir her. Und jetzt siehst du. Und das Teller soll vorgewärmt sein. So, und jetzt können wir die Pfanne gleich hernehmen. Jetzt brauche ich mal ein Tuch. Moment mal.
wischen wir es ein bisschen raus. Und dann tun wir wieder ganz ein kleines bisschen frisches Öl rein. Nicht viel. Und jetzt habe ich hier ein paar Pfifferlinge. Also je nachdem, je nach Jahreszeit. Steinpilze, Pfifferlinge, Champignon, das spielt jetzt gar keine Rolle. Hier haben wir noch ein bisschen Austernpilze und ein bisschen einen italienischen, damit die auch ein bisschen dabei sind. Ein brasilianischer Pilz. Ja, ich liebe das. Schau hier, so. Die lege ich jetzt rein und die lasse ich nur ganz leicht mitlaufen, Giovanni. Jetzt schauen wir mal bei deinem Risotto, wenn ich da umrühren darf. Schau her, siehst du, das ist eigentlich schon komplett fertig. Jetzt musst du mir einen Spritzer draufgeben, einen Spritzer Flüssigkeit. Ein bisschen Brühe noch, ja. Jawohl, sehr gut, sehr gut. Es löst sich wieder, aber es wird gleich wieder kleben. Und da haben wir die Gewürze jetzt wie das Lorbeerblatt und den Knoblauch von einem Ingwer noch reingeben, zum Schluss reingegeben haben, gibt es einen richtig guten Geschmack. Und auch hier so, Schwammerl reinlegen, liegen lassen. Das ist wie bei den Bratkartoffeln. Liegen lassen, denn dann können sie auf einer Seite schon mal braun werden. Aber die meisten werden es rein und schwenken, aber es ist nie braun. Und weißt du warum? Weil die Pfanne immer zu heiß haben. Wenn du die Pfanne so wie auf 5, 6, was wir jetzt haben, dann fehlt da gar nichts. Und wenn wir jetzt da mal schauen, warte mal, wenn wir da jetzt mal schauen, dann ist es hier, sieht man, dass der Pilz so ganz langsam zu schwitzen beginnt. Und wenn er zu schwitzen beginnt, dann ist es ein Zeichen, er möchte die Flüssigkeit rauslassen. Ja? Und wenn wir jetzt sagen, jetzt machen wir es fertig, dann schwenkt man und eigentlich ist der Pfifferling schon fertig. Aha. Der ist jetzt fertig. Die meisten kochen es kaputt. Dann hier ist jetzt die ganze Flüssigkeit noch drin. Und da haben wir uns jetzt ein bisschen einen grünen Spargel halbiert, in Dampf gegart. Denn es ist so, wenn man Gemüse in Dampf macht, dann verliert man nur 15-20% der Vitamine. Wenn man es aber in Wasser rein gibt, dann verlierst du 50% der Vitamine. Und deswegen auch Gemüse nicht schneiden und eine halbe Stunde liegen lassen, weil sonst verlierst du wieder 50%. Also das heißt, schneiden, liegen lassen, 50%, Wasser 50%, das Gemüse ist eigentlich wertlos. Und wenn man das dann einfach zum Beispiel schneidet und dämpft, wenn Sie jetzt keinen Dampfgarer haben, dann nur ein bisschen in eine warme Pfanne reinlegen, ein bisschen Flüssigkeit rein und dann dämpft der Spargel jetzt. Und dann in eiskaltem Wasser abschrecken, damit die sich nicht verfärbt. Dann rausnehmen und jetzt werden wir nochmal ganz leicht anschwitzen. Und jetzt siehst du, Giovanni, hier. Jetzt möchte die Flüssigkeit raus, siehst du das? Ja, ja. So, und das lassen wir jetzt dann nicht zu. Wo haben wir denn das Chilisalz eigentlich? Ich habe ein bisschen Chilisalz. Hier ein bisschen Chilisalz. Erst jetzt, denn wenn wir jetzt das hingeben, dann geht die Flüssigkeit nicht so raus. Wenn du am Anfang schon zu den Schwammerl Salz und Pfeffer gibst, dann geht die ganze Flüssigkeit raus. So, Giovanni, jetzt schauen wir mal dein Risotto. Das machen wir jetzt fertig. Das ist perfekt. Jetzt tun wir noch ein bisschen Käse rein. Schaut super aus. Ein bisschen mehr. Ein bisschen Käse. Ja. Ein bisschen einmassieren. Aha. Super. Wow. Ich tue das Fleisch jetzt ein bisschen würzen. Da haben wir so ein Steak- und Grillgewürz. Hier noch ein bisschen. Vielleicht etwas Chilisalz. Probieren wir jetzt, Giovanni, ob es gut ist. Weltklasse. Braucht kein Salz, braucht gar nichts. Ja, sogar. Je weniger das man reingibt, umso besser ist es. Jetzt darf ich mal anrichten. Ist das gut. Und da ein Weißbier dazu. Mit 0,0% Alkohol. Es gibt kaum was Besseres. Ja. Schau her, jetzt sieht man hier, siehst du das? Genauso muss ein Risotto sein, siehst du? Das möchte jetzt runterfallen, geht nicht. Jetzt fällt es runter. Also Giovanni, ich muss dir ein Kompliment machen. Danke. Man kann es nicht besser machen. Schau dir mal das an. Siehst du, wie das? Und der Käse zieht nur Fäden. Warum? Weil er in der richtigen Temperatur reingekommen ist. Wenn es zu heiß ist, dann geht das ganze Fett aus dem Käse raus und schmeckt es nicht mehr. Das ist schon mal perfekt. Jetzt kommt das Steak. Legen wir die zwei Dicken da drauf. Die schneiden wir dann auf. Warte mal. Einmal. Zweimal. Löffel. Super. Gehen wir jetzt da drüber.
Spargel nur ein bisschen daher. Das reicht, das ist für uns. Und jetzt würde ich sagen, ein bisschen Olivenöl. Ein bisschen Olivenöl, ja. Gut. Also meistens macht man so einen kleinen Schlenker da. Also gesünder und besser und geschmackvoller kann man es kaum machen. Vorausgesetzt, man hat den Giovanni dabei. Ja, dann geht das. Ich lasse es mal probieren. Giovanni, vielen lieben Dank. Danke du dir. Hast das grandios gemacht. Und jetzt sage ich dir eins, ein gutes Risotto, da brauchst du ein gutes Hanterl. So wie du es früher am Fuß gehabt hast, hast du es jetzt in der Hand. Aber wenn du nichts in der Birne hast, dann nützt dir das alles nichts. Okay? Wir sind wir. So schaut's ja aus. Prost. Prost. 0,0. Mmh.